Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge auf der Marsch. Hier immer noch Truppenfriesen, leider. Aber das Ende ist nah. Bleibt mal ganz vorsichtig. Endlich habe ich Freitag, endlich ist Wochenende. Wieder schon der Urlaub, 40 Tage zu Ende. Und morgen, letzter Augusttag. Wie die Zeit vergeht, Wahnsinn. Und dann kommt bald das DLC, ne? Glas. Ich meine, das sind andere Faktoren, andere Geräte. Es ist eine Abwechslung, aber die Funktionen sind immer die gleichen. Für mich ist halt das Highlight immer bei Season, ich Quatsch, beim Spiel, das sind die Mods, wie jetzt hier mit Jahreszeiten und Cosplay. Was ich mir so vorstelle, was noch gut funktionieren würde, mit direkt Angestellten. Dass man sagen kann, du, Klaus Peter, fahr mal los. Bald sowieso Stumpfwesen. Könntest du ein paar beschäftigen, ne? Oder hier Tierarzt rufen, Kühe sind krank. Jo. Bezahlst du eine Rechnung, wenn die Kühe wieder gesund? Das wäre ja auch so was, ne? Na gut. Das ist Zukunftsmusik. Vielleicht kommt noch mal sowas in der Richtung. Vielleicht schaffen sie auch, Season fest reinzunehmen, dass man gleich einen neuen das spielen kann. Ich meine, das ist ja noch über ein Jahr hin, ne? Weit über ein Jahr. Ja, und jetzt wird die vierfach gebaut. Gut, das dauert auch noch ein bisschen. Ist ja halt so, ne? Man kann ja nicht, ist ja auch viel Arbeit, also da kann man ja nicht verlangen, machen wir schnell fertig. Das soll ja auch gut werden, also da kommt ja noch viel wichtiger, ne? Also Geduld. Also wir haben noch genug Arbeit, wir haben noch keine Großproduktion gebaut, wir haben noch nicht alle Felder, also sie kann morgen kommen, muss aber nicht. Ich meine, wenn die Preise so bleiben, hat man ein Riesenfeld, dreimal so groß wie die 16, dann hast du natürlich ganz andere Einnahmen und Verkauf. Ne? Mal sehen, wie lange hell ist. Ne? 18 Uhr sollte mindestens, naja, im Norden sollte es mindestens 11 Uhr hell sein. Also, dann soll es dunkel werden. Also nachts, höchstens 5 Stunden. Wo es dunkel ist. Anführungszeichen. Und im Sommer ist ja ein bisschen anders. Das ist... Da ich aus dem Norden komme, da weiß ich ja, was los ist. Je weiter nördlich, umso länger bleibt es hell.
die Stumpenfräse gleich von Säge weglassen. Obwohl. Ich habe ja noch vor, eine Waldfläche zu fällen. So praktisch. Das Sägewerk hinkommen soll. Laut dem Video von Fett wäre das ganz eine praktische Fläche. Aber das ist noch nicht so weit. Vor allem, wenn wir noch einen LKW holen und die ganzen Bäume wegbringen. Sonst können wir da nicht ran an die Stumpen. Die Fräse saugt die Bäume mit ein. Das wäre zu schade. Aber denk mal, das wird die Woche noch nichts. Beziehungsweise heute. Pflanzen wir schön. Bitte alles, ja. Wir arbeiten ordentlich. War gerade riskant. Was hier riskant, die kleinen Bäume ist auch nicht so tragisch. Aber dann nimmt auch vom fremden Grundstück weg. So, LKW holen. Den können wir nehmen. Den fahren wir gleich mal zum Wasserträger. Und füllen den ein, auf. Und dann, das macht der so nebenbei, oder? Ja, hoffe mal, ne? Wäre denen auch nicht egal. Ja, so verschiedene Fahrzeuge, der ist ja ganz leise, ne? Aber soll das so sein normalerweise, ne? Darf auch nicht laut sein, ein Auto. Na doch, bis hört man schon was. Kann ich viele nicht verstehen, die unbedingt ihre Autos aufmotzen müssen. Mit relativ lauten Geräuschen, Lärm. Mal schauen, voll ist sie, ne? Ja, 100.000. Ich kann noch ein bisschen Geld entnehmen vom Holz. Holz haben wir noch nicht unser, haben wir noch mieten. Das machen wir erst, wenn wir wissen, wir können hier, dass die Saat drin ist. Keine am Bus hier. Ups. Noch ein Fall. Noch ein Stoppen.
Können wir gleich verkaufen. Den Rest aufladen, ne? Hängen wir irgendwo fest. Fahren wir gleich durch. Das ist ein schöner Baum hier, aber das Grundstück gehört uns nicht. Oh. Jo, fahre Luft. Da hält hier was fest. Ist nur eine Geisterhand, keine Ahnung. Aber ich bringe auch nicht viel. Das sind kleine dünne Bäume. Im besten Fall Brennholz. Boah, jetzt können wir hier gefahrlos rüberfahren. Jetzt sollte kein Stopp mehr sein. Wenn das der Fall sein sollte, gut. Ist auch nicht so tragisch. Ist aber ein oder zwei Mal stehen bleiben, übersehen wird. Ist auch nicht so wichtig. So, schauen wir hier, da war. Weiß ich gar nicht. Rechts, links. Und auf B. So. Ist links. Die Dünnen sind nicht so wichtig, ich glaub, das bringt eh kein Geld. Die fräsen wir auch weg. Aber wenn die mit drauf gehen, dann kommt nicht was schaffen, das ist doch egal. Aber die Decken wollte ich nicht zerfräsen. Zu schade. Die Spezialgras, da wächst hier Unkraut. Naja, das ist ja kein Unkraut in dem Sinne, das sind ja auch nur. Im Sinne nützliche Pflanzen normalerweise. Natur gibt es kein Unkraut. Natur gleicht sich immer an. Wenn die eine Pflanze aufstirbt, nimmt eine andere Pflanze den Platz ein. Würde auch keiner meckern, wenn man sagen würde, wenn in Schweden mal Palmen wachsen würden, würde auch keiner sagen, oh, jetzt sterben die aus, weil es so kalt geworden ist. Ne? Würde auch keiner sagen. Ne? Und die Fichten, die jetzt hier angepflanzt haben, kommen ja aus den nördlichen Regionen, wo es eigentlich kälter ist. Und somit sind die da heute noch Bäume pflanzen. Das geht nicht. Muss ich da einstellen. Wohl den könnte ich auch zum Hof mitnehmen nachher. Also dran lassen. Den Rest fräsen noch und dann haben wir auch schon geschafft. Dann wird schon wieder, naja, dunkel wird noch nicht. Leicht schummrig wird es, ne? Mal ausgucken bei den Kühen. Naja, Wasser und Stroh ist kein Problem. Sauberkeit Problem. Ich
könnte man ja schauen, ob wir ein bisschen Heu gefahren bekommen und ein bisschen, vielleicht ein bisschen Gras. Das Gras kommt irgendwann alleine, weil die ja im Prinzip die Wiese nehmen. Und da denkt man, morgen haben die Gras. Also Gras fahre ich heute nicht mehr. Da liegt das nicht. So, da haben wir die Stromfräsen auch fast alle geschafft. Mal wahrscheinlich einmal frei. Was Schönes. Und so viel war es ja auch nicht. So, wir schauen nachher, dass wir entsprechend nachher noch gepflanzt bekommen. Könnte heute noch was werden. Von der Bäume ungefähr. Geht ja relativ zügig. Anführungszeichen. Nur da. Gut, ist weg. So. Genau, so nicht, ne? Hier waren noch zwei. Na, da ist der eine in dem Busch. Folge Nummer 3, lange Fotografie. Ich wünsche allen einen schönen Samstag. Gut, das sollten alle gewesen sein. Fahren den Traktor zurück zum Hof und kaufen gleich die Maschine zum Pflanzen und die Bäumchen. 200 Stück waren es gewesen. Fichten. Kennt jemand einen Mod, wo auch andere Bäume sind? Zum Beispiel Tannen oder anderes Nadelholz? Wäre aber nicht schlecht. Muss Filter einstellen, das kriegen wir auch nicht hin. Beziehungsweise ist es dunkel, ne? Kühler wird. Ja, Wege, ja, das hat gut zu tun. Hat er beinahe leer gemacht, den. Machen wir Deckel zu. Pinien können wir auch wegnehmen. Wenn wir Geld brauchen, hier fehlen ein paar Bäume. Das ist, glaube ich, auf der Straße, das kann man nicht nehmen. Oh, die Fräse ist egal, die machen weg. Raus. Und du? So, wo stellen wir die besten Zinn? Da hinten bei den anderen Geräten. Oder hier vorne, ne, hier vorne ist auch blöd. Anführungszeichen.
am Busch. Ja, schnell gefahren und auf Fahrrad fahren. Fahren wir noch rückwärts und dann zurück. Wieder vorwärts. Gut. Forstgeräte. Ist er schon. Ein Stück. Genau. Zurück. Paletten. Düngetank. Zuckerrohr. Genau das gleiche. Wo haben wir hier Fahrstück? Runde ersparen wir uns 10-mal aufladen. Dann müssen wir mit dem LKW hinfahren und dann die Paletten aufnehmen. Was haben wir gekauft? Kaum, vielleicht. Oh, ist gewachsen. Ja. Ja. Haben wir gekauft, haben wir gekauft, haben wir gemacht. Kann man nicht fahren. Und kaum ist er. Wie gesagt, normalerweise würde ich im Sommer nicht pflanzen. Aber hoffen wir nicht beim Anwachsen. Schon wer, ne? Wahnsinn. So, liebe Freunde, das soll es schon für heute gewesen sein. Ich danke fürs Teilschauen. Natürlich würde ich mir auch mal ein Like freuen oder ein Abo. Kostet nichts, keine Verpflichtungen. Ab und zu mal reinschauen, wäre schön. Ich sage danke dafür. Ansonsten sagt man ja tschüss und winke winke, ciao ciao, bis zum nächsten Mal, vielleicht morgen, ne? Ciao, oder heute Nachmittag.